Lori, 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 Lori. So, das ist ja alles richtig. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Da rauchen wir uns mal ein Pfefferl. Rauch der Pfefferl! Was raucht der kann? Schau, der Hetzel. 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 Jawohl. So. Jetzt läuft die Maschine. Die Maschinen, jetzt laufen sie. Und ich begrüße ganz herzlich zum Brennraum, live aus dem Brennraum auf 1000 bis Facebook live. Und dann zum Nachschauen auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt TV. Und heute hagelt eine neue Kamera und es wird keinen Ausfall geben. Amtlich! Jawohl! Ich meine, muss man das noch ganz kurz ein bisschen besser anrauchen und dann kann ich euch gleich was zeigen. Was Neues. Ja. Was ist das? Ja. Das hat mir der Mike Bike geschickt. Ist ein Wahnsinn, jetzt raucht die Pfeife nicht. Jetzt, wo ich das vom Mike Bike demonstrieren wollte, es geht dann gleich los. Ja, eben. Und das ist eigentlich echt was Geniales. Das ist so ein Pfeifenbesteck. Und das Pfeifenbesteck, das ist ein Putzer, dann ist das so ein Auskratzer. Und ja, das hat er so gemacht. Mit einer Lederschlaufe, das, und das ist jetzt echt genial. Bike Mike, muss ich da echt gratulieren, also das hat er selber gemacht. Geht's. Damit kann man es dann im Biergarten abstellen. Ja, bravo, Bike Mike, da hast du mir echt große Freude gemacht. Das ist wirklich super und es ist eine super Idee. Und dass eine geritzt hast, innen ins Leder für Zonko von Mike Bike. Freut mich wirklich. Außerordentliche Freude. Jo, und ich meine, ich bin jetzt nicht nur in den Genuss gekommen in dieser Woche von diesem echt praktischen Pfeifenutensil, sondern ich habe mich mit der mit Screenix getroffen, die möchten nächstes Jahr wieder bei Zonkos Welt TV dabei sein. Screenix, das hat mich natürlich irrsinnig gefreut und sie haben mir so ein kleines Weihnachtspackerl mitgebracht und dieses kleine Weihnachtspackerl war Wahnsinn. Also, der Andreas hat mitgebracht ein Schneidbrettl und ein Speck. Der kennt mich heute, halt, weil der echte Freude gehabt. Und die Maria. Die Maria hat mitgebracht, so ein kleines Sackerl mit selber gemachte Keks und oben sein Tannenzweigchen. Und das haben sie mir in ein Kaffeehaus übergeben und ich habe echt Kontenance bewahrt. Also bin wirklich, ja, bin jetzt dort nicht auszuckt oder irgendwas, sondern habe mich ganz, ganz normal verhalten. Aber sobald ich daheim war, habe ich dieses Tannenzweigerl, das wirklich ganz liebevoll aufgemacht gewesen ist. Na, aber und eine und wirklich kritisch die Keks getestet und ich meine, wieder ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Also Maria, solltest zuschauen, danke für diese unvorstellbar leibenden Keks. Waren ganz, ganz großartig. Echt große Freude gehabt. Natürlich haben sie nicht lange überlebt. Aber ich meine, ja, das ist halt das Schicksal von guten Keksen, dass nicht lang auf der Welt sein.
aber sie haben eine große Freude gemacht. So, und jetzt nehme ich einen Hocker. Ich habe nämlich heute, habe ich mich echt professionell vorbereitet und habe mich richtig eingeraucht. Also, eingeraucht, um das richtig auszudrücken, ich habe mich mit Rauchfruchtsäften eingedeckt. Und zwar natürlich mein Iron Heart. Und dann habe ich aber auch gesehen, von der Rauchbar an Apfeltraube-Himbeere. Und Apfeltraube-Himbeere, das habe ich mir gedacht, na, das wird mir schmecken. Und es hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Und jetzt ist so, dass diese Flasche natürlich schon angebrochen ist, wie man so sagt. Und das ist jetzt, wenn man ein Gastgeber wäre, ist ja das, wie ich gelernt habe von meiner Fee, nicht höflich, wenn man so eine angebrochene Flasche auf den Tisch stellt. Aber ich meine, da hat es echt schon Dramen gegeben, weil da hat es gemacht eine wahnsinnig leibende Torte. Also da hat es geheißen, es kommt Besuch. Und bei mir so zu Hause am Besuch, na, das habe ich nicht oft. Also zu Hause am Besuch, das ist wirklich ganz, ganz selten, weil auf das stehe ich eigentlich nicht. Das daheim ist meine Höhle, na, da bin ich gern, die Katzen und ich, ja. Aber viel mehr, na, muss nicht sein. Da war allerdings Besuch angesagt und meine Fee hat eine Torte gemacht. Und diese Torte hat so leibend ausgeschaut. Am Nachmittag war die natürlich fertig. Und ich meine, das war naheliegend, dass ich dort jetzt einmal ein Stiegli esse, bevor die Menschen kommen, damit ich freundlich gesinnt bin und gut aufgelegt bin. Das hat es mir echt verboten. Das hat es mir verboten und das habe ich nicht gepackt. Na, wieso kann ich jetzt nicht ein Stiegli vor der Torte essen? Nein, weil das geht nicht, weil wenn die Gäste kommen, muss diese Torte ganz sein. Da kann ich nicht schon ein Stiegel fehlen. Und das habe ich eigentlich ganz arg gefunden. Und insofern ist das jetzt wahrscheinlich, dass ich den Soft, dass ich da schon vorher was getrunken habe, ist wahrscheinlich auch arg. Aber es ist auch nicht anders gegangen, weil ich habe so einen Durst gehabt. Und ich meine, er ist mörderisch. Er ist echt mörderisch. Ja, das war jetzt schon eine mächtige Verzettelung. Und letztes Mal hat einer geschrieben, das hat mich fast ein bisschen schockiert und entsetzt ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen irritiert hat es mich. Einer hat nämlich geschrieben beim letzten Brennraum, dass er sich, dass er sich nicht mehr so wohl fühlt im Brennraum, weil ich nicht mehr diesen knallharten Journalismus bringe. Und da haben wir gedacht, Alter, der muss mich verwechseln, weil ich meine, knallharter Journalismus, na, Habitäre. Das ist schon ein Begriff. Das ist ja gar nicht meins. Also knallhart, das ist schon so, na, knallhart und gnadenlos und schonungslos. Na, das ist überhaupt nicht meins. Also, ich hoffe nicht, dass ich jemals knallhart war. Ich möchte es auf alle Fälle nicht sein. Und das will ich aber auch ganz sicher nicht bieten, weil im Endeffekt macht man das, was einem selber Freude macht. Und dieses Knallharte, na, das taugt man vielleicht, wenn ich einen Rambo-Film anschaue, dann taugt man das, wenn der knallhart sie rächt. Aber im wirklichen Leben taugt man das Knallharte eigentlich nie. Wie gesagt, im Fernsehen ist ja okay. Aber vielleicht ist es das so, dass ich halt auch im Fernsehen bin. Und da muss ich knallhart auftreten. Der Wahnsinn. Ja, also, den habe ich offensichtlich enttäuscht. Aber wie gesagt, es ist ja kein Schaden. Das ist so, wie wenn du ein Geschäft hast. Da hast du ja auch lieber Kunden, mit denen du gut verstehst, die auf deiner Wellen liegen. Und so ist es wahrscheinlich auch, wenn du irgendwas erzählst. Na, das erzählst auch lieber Leuten, die auf deiner Wellen liegen und die jetzt nicht irgendwas von dir erwarten, was du halt einfach nicht bist. Also knallhart. Na. Das gehört nicht zu meinen Eigenschaften. Manchmal stur, aber knallhart habe ich dir. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum, ja. So. Soll ich schon eine lesen? Nein, offensichtlich haut sie eben in den Ton hin. Heute habe ich es überhaupt ganz leibend. Da ist er. Na wo? Da hängt das Ansteck, Mikro. Ihr Profi. Und heute, es war ein Wahnsinn. Der Nasty Nils und der Kuckinger sind unten gewesen bei Rizoma und haben so einen Livestream gemacht.
auf 1000 PS zum Anschauen, Weltklasse. Und ich steige ein, schaue mir das an und denke mir schon, na, Habitäre, das ist aber ganz wahnsinnig überbelichtet. Da ist irgendwas. Und schreibe in der Kommentarfunktion eine, so in der Art, weil oft kriegt man das ja selber nicht mit, überbelichtet. Und ich wollte eh schon schreiben, Achtung, überbelichtet. Dann haben wir gedacht, na, das kommt so oberlehrermäßig daher. Es muss eigentlich die Message reichen, überbelichtet. Und der Nils liest es. So in der Art, na gut, jetzt gibt uns der Zonko schon technische Tipps. Jetzt ist aber der Ofen komplett aus. Und hat es im Endeffekt aufgeklärt, in seiner unvergleichlichen Art, dass einfach der Kuckinger, der Kameramann, der ist so irrsinnig krank gewesen, dass er da fast ohnmächtig worden ist und zusammengebrochen ist. Und der Nils aber natürlich, Wahnsinn, wie ein echter Vollprofi, den Livestream aber nicht abgebrochen hat, sondern dem Rizoma, weiß ich nicht, Projektleiter die Kamera in die Hand gedruckt hat und den Cookinger mehr oder weniger dort in seiner Misere selbst überlassen hat. Und ich meine, das ist schon, das war echt ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Da habe ich eigentlich müssen fest lachen. Zuerst hat man der Cookinger natürlich irrsinnig laut getan, weil man dachte, Alter, der muss dreckig gehen, wenn er die Kamera aus der Hand gibt, weil ich meine, die haben schon einen irrsinnigen Arbeitswillen und also so einen Berufsethos und wenn der die Kamera aus der Hand gibt, dann geht's ihm wirklich dreckig. Und andererseits ist der Nils quasi, das war wie ein Pistolenkugel, der Nils, die schon im Lauf war, also die ist eigentlich schon abgefeuert gewesen und wenn diese Pistolenkugel abgefeuert ist, also sprich, wenn der Nasty Nils, wenn der fort, na dann fort da. Und dann sagt er sogar noch so Sachen wie, na er ist schon ein bisschen enttäuscht, dass sich der jetzt dort anspeibt. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und ich hoffe, mittlerweile geht es dem Cookinger wieder gut. Ja, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Technik. Also wegen dem Ansteckmikro, genau. Und da haben sie sich natürlich irrsinnig lustig gemacht, dass gerade ich jetzt so eine technische Anmerkung dort hob. Ja, und ich meine, jetzt wäre es vielleicht umdrehen, weil das jetzt thematisch relativ gut passt zum Thema knallhart. Ich fahre heuer einen 200er Roller im Winter, einen Sym Fiddle 3 und Fiddle klingt ja schon wahnsinnig hart und 200 Kubik ist mörderbrachial, das ist unfassbar arg und dieser Fiddle 3, der hat eine irrsinnig elegante Form, so eine klassisch angehauchte Form und er ist schneeweiß. Und da hat es natürlich danach Stimmen gegeben, wie ich das kurz vorgestellt habe mit Peter Fischer, das Fahrzeug, den Sym Fiddle 3200, die halt irgendwie gemeint haben, na, das ist jetzt aber nicht wirklich brachial und 12 PS, 105 km/h Spitze, no, und das noch in weiß. Und einer hat aber gleich was ganz, ganz Großartiges geschrieben, nämlich der langsame Racer. Der langsame Racer hat geschrieben, viel Spaß mit Schneeweißchen. Und ich meine, Schneeweißchen ist einfach so ein leibender Titel für diesen Roller. Also das ist jetzt klar, das ist jetzt gegessen. Genauso wie die Duono 1100 Factory der Werkstunfisch ist, ist der Fiddle 3 200, na, das ist das Schneeweißchen. Und mit dem Schneeweißchen wäre in der Stadt sicher Hits haben. Da bin ich überzeugt, dass das ganz leibend sein wird. Hat ja auch kleine Radeln, eine irrsinnig schlanke Form, einen irrsinnig kurzen Radstand. Also da wäre ich schon ordentlich durch diese Stadt wetzen. Und das ist halt auch so, wenn einer jetzt sagt, na, das ist ein knallharter Journalist. Na, dann erwartest du auch nicht, dass er im Winter mit dem Schneeweißchen fährt. Und ich mache das aber wahnsinnig gern. Also ich freue mich wirklich über das Schneeweißchen und ich verspreche euch, na, da wird sehr Leibendes erlebt werden und das wird natürlich kommuniziert. Sabine Habel, das ist das Erste, was ich lese und es ist gleich Weltklasse. Blödsinn! Zonko, du machst den Brennraum einfach super. Ja, Sabine,
Ich meine, was mir ein bisschen leid tut, Sabine, ist das, da ich habe deinen Gatten kennengelernt auf der Salzburger Mess und mit hat er gehabt den ganz leibenden Nichtraucher. Wir haben alle bofelt, nur der ist gestanden in sein Leiberl und ich meine, der ist ja ganz mächtig gebaut. Und der hat nicht geraucht, der Nichtraucher. Das war ein Traum. Und das war ein echt extrem sympathischer Kontakt. Ich habe mir leider diesen Namen nicht gemerkt. Das ist ja leider das. Ich glaube nicht, dass das mein Alter zu tun hat, aber das sind einfach so wahnsinnig viele Namen, die man merken sollte oder möchte. Das ist der bloße dann nicht. Aber ich habe die zwar ganz mächtig in Erinnerung. Peter Richtinger, da muss man immer mehr sagen, blaues Licht. Rambo ist einfach Wahnsinn. Rambo ist Wahnsinn. Blaues Licht. Das ist göttlich. So. Jawohl. Das ist ein Wahnsinn. Der Jens war recht. Zunko, kennst du die Interviews mit Leuten, die nicht erkannt werden wollen? Heute willst du nicht erkannt werden. Wegen dem Kapperl, gell? Wegen dem Licht. Ich kann es ein bisschen so schauen. Ich kann es so ein bisschen aufsitzen. Dann schaue ich noch deppert aus. Das ist ganz leibend. Außerdem erkennt es mich ganz locker an mein Locher. Nimm ich an. Ja. Ja, der Martin Glaser, knallhart beim Herbrennen eventuell. Ja, und nicht einmal dort bin ich knallhart. Das ist echt die Wahrheit, weil knallhart herbrennen und irgendwie schonungslos, gnadenlos, das verwendet man in der, wie soll ich sagen, in der Erlebnisberichtschreibung, aber de facto ist dies eigentlich eine Eigenschaft, die auf mich wirklich nicht zutrifft. Das bin ich nicht. Und da bin ich eigentlich auch froh. Weil, na, wie gesagt, bin ja nicht der Rambo. Ich schaue mir halt gerne an. So. Gerlinde Schnesi. Apropos Screenings. Das ist eine obermega-geniale Geschichte. Hab unser Leder damit, ja, auf Outfit Like New gebracht. Es ist schon weg. Gerlinde, aber ich auch. Mein Lederfit, ich habe auch. Weil ich habe dort wirklich, mein Gott, was habe ich da schon gelitten mit diesen hinigen Insekten, die dann oft schon monatelang drauf waren, bis ich mich endlich durchkraft habe, dass ich dann mit so einem Scotch-Breit irgendwie oben putze. Und jetzt, seit ich diese Screenings habe, das Lederfit, das funktioniert wirklich großartig und das freut mich wirklich, Gerlinde, weil ich meine, der Klausi und du, ihr seid ja beide wie aus dem Ei gebellt. Also, und wenn ihr sagt, das ist super, dann ist es auch wirklich ganz, ganz großartig. Herrlich. Jawohl. Der Steffen Toll. Ui, das habe ich auch gesehen. Cookie halb tot. Ich habe keine Ahnung, was der Cookie noch gehabt hat. Ich hoffe, es geht ihm schon wieder gut, aber es war Wahnsinn. Jawohl. Andrea Weiler, das passt allerdings. In diesem Zusammenhang, da stimmt das Wort knallhart. Zonko hat knallhart alle Kekse gefuttert. Genau. Da passt gnadenlos, schonungslos. Kekse sind offen, Kekse sind wahnsinnig gut, Kekse werden vernichtet. Ja, jawohl. Der Christian Raps hat, der Ried Sommer Stream war so geil gemacht, eines der besten 1000 PS Videos. Also da muss er offensichtlich dann wieder voll in die Gänge kommen sein, der Cookinger. Jawohl, Paul Gwerder, Grüße aus der Schweiz, na aus der Schwitz, Nils, der Sklaventreiber. Frank Schulze, das machen wir jetzt aber. Blauer Ozean für die Genesung des Cookingers. Freunde, bitte haut einen blauen Ozean rein für den Cookinger, weil dem ist heute echt dreckig gegangen. Blauer Ozean für die Genesung des Cookingers auf Anregung von Frank Schulze. Und es fährt schon eine. Ganz herrlich, jawohl. Da rauche ich mal das Pfeiferl auch, weil das stimmt, Frank. Ich meine, die Brennraumgemeinde, wenn es an Dreckig geht, na, da sind sie immer voll da. Das ist was ganz Schönes, finde ich. Ja. Ja. Da wird knallhart geholfen. Das ist großartig. Warte, was sagt der Julei? Der Julei kennt sich ja immer aus.
Die Sabine Biene Schirmacher. Servus Zunko, ich kann jetzt schon nicht mehr vor lauter Lachen. Sabine, das ist göttlich. Große Freude. Große Freude. Was ist mit meiner Maus? Das kann nie sein. Ah, geht schon. Herbert Neff, das nicht. Passt auch genügend Katzenfutter in den Sym? Na, der Sym-Fiddle 3, das Schneeweißchen, wie sie schon heißt, Schneeweißchen. Das ist ein bisschen was Zartes, das Schneeweißchen, und das hat schon unterhalb der Sitzbank einen Stauraum, aber ich glaube, das ist eher für einen Jethelm. Und das, was ich letztes Jahr in den GTS Sport eingeladen habe, diese Unmengen an Katzenfutter, das bringe ich dort nicht rein. Also das ist jetzt wirklich ein schlanker Vollstreckerroller für die Stadt mit einem wirklich sehr, sehr feschen Auftritt. Aber Stauraum hat er nicht viel. Der Kite, Spikes drauf und ab dafür, jawohl. Der Karl Grieshofer ist ein kritischer Mensch, der ist immer kritisch. Recht bildfreundlich ist dein Kapperl nicht, Zunko. Deine Augen sind ständig in der Finsternis. Aber jetzt, ich meine, ich habe das schon, der Jens ist ja auch so. Der ist ja auch immer bedacht, dass alles passt. Jetzt geht's schon, Karl, oder? Siehst du mir aber schon. Ja, schau halt aus wie ein Trottel, aber das ist ja wurscht. Dafür siehst du meine Augen. Und jetzt nicht so, du schaust immer aus wie ein Trottel. Nein, nein, nein. Ja, ja. Oder ich kann ja auf ganz arg machen und das so umdrehen. Das ist überhaupt ein Wahnsinn, gell? Hey, jawohl. So, aber das heißt, wir sind noch beim Kapperl, da bin ich ja ganz weit weg. Warte, das ist aber leider. Und der Dominik BS Foto. Werden wir alle Roller fahren, wenn wir alt werden? Hoffentlich nicht. Na, ganz sicher nicht, Dominik. Das ist ja nur, aber im Winter in der Stadt, also, da wird Schneeweißchen, na, das wirst du nicht leicht anbringen. Egal, mit was du fährst. Also, in der Stadt der Roller ist ganz sicher eine ganz, ganz großartige Geschichte. Nur wenn du jetzt weiter rausfahren willst, dann bist du natürlich schon ein bisschen bedient mit dem Roller. Das ist klar. Aber, gut, so wie du, Dominik BS Foto, du wirst nicht in Wien sein, weil Chance kannst eventuell einmal, ja, kannst dich am Schneeweißchen verkühlen. Das ist ja ganz göttlich, wenn irgendwas so richtig edel und na, fast nett ausschaut und dann so irgendwie harsch vollstreckt. Das macht man schon frei. Ist natürlich nicht knallhart, sondern entspannt. Natürlich entspannt, ja. Ja, der Noel Stein, hey Zunko, was sagst du zum Wiesenboxer Light mit 1,8 Liter Hubraum? Ja, es ist eine logische Geschichte. Ich habe damals das wirklich nicht gewusst, wie diesen... Nicht? Schaut, hat sich das Bandel verdraht. Ist das wurscht gewesen mit dem Ton? Haben wir heute einen brillanten Ton? Wenn der Ton brillant ist, bitte einen blauen Daumen. Und wenn der Ton normal ist, ein finsteres Gesicht. Das. Da. Knallhart. Knallhart werden wir das jetzt beurteilen. Also... Super Ton, blauer Daumen, nicht ganz super Ton, finsteres Gesicht. Ah, super Ton. Das war jetzt eine knallharte Entscheidung. Eine knallharte Entscheidung, ganz eindeutig, der blaue Daumen. Ja, aber Peter Richtinger, der Name ist nicht Leibwand Fiedel. Erstens finde ich Fiedel irgendwie Leibwand, weil da gibt es ja den Mosche. Da bist du der Mosche vom Harry Stoikerner, wenn der mit der Geigen fiedelt. Na, der wäre ohnmächtig. Das ist ganz irre. Und zweitens, Peter, ich meine, es heißt jetzt eh schon Schneeweißchen. Schneeweißchen. Oder magst du den Namen nicht? Schneeweißchen, bitte ich. Sabine Habel, Harald und Roland. Und nachdem es den Harald zuerst genannt hast, Sabine, nimm ich an, das ist dein Mann und der Roland ist der Nichtraucher. Der, jawohl. Schneidwutz, den habe ich gesehen auf der Bikers World, das war herrlich. Und ich habe ihn sofort erkannt, da bin ich noch gesessen mit dem Gustl auf der Bühne und hinten habe ich schon gesehen, das muss der Schneidwutz sein. Herrlich. Und was sagt er jetzt, der Schneidwutz, ist mir das irgendwie? Der Artikel von 1955, die Zukunft, war ein Hammer. Ich habe mich herrlich amüsiert, ich freue mich auf das Sozia-Camping-Video.
hatte noch keine Zeit. Jawohl, Schneidwutz. Ich meine, das ist so, das macht mir eine irrsinnige Freude, dass euch das taugt, da diese alten Hefteln, weil ich bin ja so ein Fan davon. Mir gibt es so wahnsinnig viel, wenn ich da lese. Und wenn du so irrsinnig viele so Parallelen siehst, ich meine, das ist jetzt 60 Jahre her, und diese Gedanken zu den Motorrädern, zu den Roller, zur Zukunft des Motorrades, da ist so viel, was heute noch ganz genauso ist. Und das packe ich nicht, das finde ich ganz leibend. Und die alten Werbungen, da rast die sowieso aus. Und dieser Beitrag, wo die Anita irgendeiner anderen Motorradfahrerin oder Motorradbeifahrerin Tipps gibt zum glücklichen Zetteln, das ist unpackbar. Das ist unpackbar. Und da bin ich bis jetzt nicht ganz sicher, ob das nicht damals schon in die 50er Jahre Persiflage war oder ob das einfach wirklich die Realität war. Dann ist noch habe ich Tiere. Ja. Aber gewaltig. Gewaltig. So, Freunde. Ja. Ah. So, Roland, grüße aus Nordas, jawohl. Ja, das ist leibend, Rosenrot, Schneeweißchen und Rosenrot. Das ist herrlich. Andreas Bergmann, moin, moin, Zunko, moin, Gemeinde. Grüße aus dem hohen Neuen. Heute das erste Mal live dabei. Bitte am blauen Ozean für den Andreas Bergmann. Das erste Mal live. Da wird er natürlich ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Michael Hofstetter auf mein Lederheidel. Bicken auch die Mücken drauf ohne Ende. Hab die nach der Saison mal so aufs Regal gehängt. Ja, da bist du ein harter Hund. Aber weißt du, da checkt das ein Lederfit. Das kostet wirklich nicht die Welt. Und da wischt drüber. Und das löst sie auf und das ist weg und dann hängst du es in Kosten rein wie neu und da ist sogar so eine Imprägnierfunktion dabei. Also es ist wirklich super und es kostet echt nicht die Welt. www.screenix.eu. Schau dir das an. Wie gesagt, eine echte Empfehlung. Schau dir der blaue Ozean für den, der neu dabei ist, für den Bergmann, ist natürlich ein Wahnsinn. Bravo. Große Freude. Jawohl. Der Julei-Schleifer, hoffentlich das sauft der Cookie jetzt nicht wegen dem blauen Ozean. Es ist göttlich. Okay, Patrick Karl, das gibt's nicht. Ich will eine Meilheferl, komme aber nicht auf die Fleischleibchenseite. Na, das gibt's ja nicht. www.fleischleibchen.com und dort gibt's dann verschiedene Rubriken. Also Erzberg, irgendwas, und dann musst du nur mal auf Fleischleibchen drucken und dann siehst du eh schon am linken Rand draußen das Official Merchandise mit einem Tippfehler Offikel. Zonkos Offikel Merchandise. Da klickst du nur mal drauf und dann hast du alles, was es gibt. Und ich meine, wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, die Fleischlaber, und das Sackeln ein wie die Noren. Das ist ganz, ganz super. Das ist echt super. Und weil ich vor ein, zwei Leuten gehört habe, dass diese Emailheferln mit 22 Euro relativ teuer sind, die sind halt in Österreich gemacht und wir haben da jetzt nicht wahnsinnig viel draufgeschlagen. Also, das, und sie sind es echt wert, sind mörderisch. Und ich sage, ich habe jetzt eh schon viele gesehen, die das posten. Ja, unglaublich, was man das für eine Freude macht. Das ist göttlich. Georg Ostermann, komm in Schneeweißchen vorbei, mein Helix. Kann ich ein paar Geschichten erzählen. Ja, ja, das war eh. Der Peter Richtinger, hoffe nichts Tragisches, antwortet Harald. Wer war der Harald? Was hat der gefragt? Also der Kuckinger, das ist nichts Tragisches. Der ist halt einfach, weißt du, der wird den Grip gehabt haben und werden trotzdem kackelt haben oder so. Nimm ich auch, aber der ist jung und vor allem soft, also. Oh je, alles Gute für deine Tochter. Nein, der Harald, der hat irgendwas anderes. Das habe ich nicht erlesen. Da komme ich nicht mehr zurück.
Ja. Jörg, die Kneipe. Ich glaube, ich bin in der Schule mit der umgedrehten Kappe. Ja, Jörg, das ist eh so. Aber es ist halt, aber schau, das kann ich noch machen. Das ist wahrscheinlich überhaupt da, das ist das Coolste. Da bist du der Richtige. Aber man sieht die Augen. Man sieht die Augen. Es ist allerdings so, dass du jetzt in dem Ohr hast eine ganz eigenartige Akustik. Also müsste eigentlich bei so einem Rockkonzert ein Wahnsinn sein. Oder wahrscheinlich gehst du mit so einer Kappe gestern eher zu einem Rap-Konzert, ich meine, ja. Ja. Wirklich? Ja, der Andi Bucher, sorry Zunko, wenn man älter als 12 ist, darf man das Kappel nicht mehr so rumtragen. Jo, Andi, aber das ist ja so. Ich bin ja natürlich, jetzt wenn du den Führerschein eine Chance siehst, sofort, der Alte ist ja 55, aber ich habe das geistige Level von einem 12-Jährigen. Das habe ich ja nicht, niemals überschritten. Insofern kann ich mir eigentlich das Kapperl aufsetzen, wie ich will. Das geht sich auf alle Fälle aus und das ist immer super. Jawohl. Ja, der Spirit, Sonko, links von dir, ist das ein Pokal? Ja. Ja, ist ein Pokal. Ist ein Pokal. Gut, es tut mir jetzt leid. Das bock ich jetzt aber auch nicht mit dem Kapperl. Wie mache ich das jetzt? Naja. Wir werden es halt so machen, gell? So, wie der Bazooka Joe. An den kann man sich noch erinnern, oder? Bazooka Joe. Ja, ganz herrlich, der Bazooka Joe. So. Jetzt schauen wir da rein. Ich hätte was mitgebracht. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir nur mehr. Nein, in Onkel Ramirez, gut, den muss ich aber lesen. Schneeweißchen wird kaum zu finden sein, wenn es im Schneehaufen steckt. Die Frage ist, wird es willen? Na, Onkel, also bei mir will es nicht. Mir taugen ja die Typen, das taugt mir so wahnsinnig, wenn die in irgendeine italienische Stadt fährst. Also, du kannst in Italien in irgendeine Bumsen reingehen, du wirst immer leibende Nudeln kriegen. Und du kannst in irgendeine italienische Stadt reinfahren. Es wird immer Leute geben, Junge, die mit irgendeinem Gräuber wielen. Ganz leibend wielen. Und das finde ich einfach ganz großartig. Ich kann es leider nicht. Also mit einem Roller wielen, na, und Schneeweißchen, immer. Schneeweißchen wird, das wird. Na, StVO-konform wird es nicht gefahren, das Schneeweißchen, das tue ich eben nicht auch. Aber, ja. Also knallhart fahre ich das nicht, das Schneeweißchen. Holger Krüger, hallo aus Schleswig-Holstein. Servus, Holger. Der Karl Christopher Zunko, bist auf der Messe in Tulln vertreten, hundertprozentig. Ganz sicher, da bin ich aber wahrscheinlich jetzt nicht für Zunkos Welt TV unterwegs, sondern da bin ich voll bei 1000 PS und 1000 PS, ja. Das ist ja eh ganz, ganz großartig. Und man sieht es ja durch dieses 1000 PS. Und ich hab's ja auf dem Bus oben. Also, wie soll ich das sagen? Ich hab's eh schon ein paar Mal gesagt, aber dieses Zonkos Welt TV, das gibt's nur, weil es 1000 PS gibt. Sonst hätt's das. Wäre dieses Zonkos Welt TV nicht entstanden. Und auch wenn der Nils jetzt tut mit dem Cookinger. Der Nils ist großartig. Find den wirklich super. Find das, ja. Ich hackle sehr, sehr gern für Nils. Das ist echt schwer in Ordnung. Und deswegen auf der Messe in Dulen, na, da sind wir vorher eingesetzt, da geht's rund. Marco Cinelli, Zunko, die Motorradartikel von 1949 sind richtig arg. Ich musste die Heftel unbedingt borgen. Ja, Marco Cinelli, das wäre ja Wahnsinn. Und wir sehen uns eh, wenn wir das Video machen bei dir. Und dann sagst du mir ein paar so Hefteln, vielleicht kann ich mal so die besten Geschichten rauskopieren. Das ist ein Wahnsinn. Ja. So, und jetzt, nachdem ich ja noch arbeite, naja. Na, 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 na. Der Luca Klein, der hat aber recht. Da hat er recht. Die Kappe noch nach rechts drehen, dann haben wir eine Runde geschafft. Luca, ich mein, ist eh klar, du hast aber recht. Na, so bist du ja schon gehabt.
Das ist eigentlich am besten, Luca. Das ist wirklich ein Traum. Bin ja echt dankbar, dass du das noch urgiert hast, weil ich meine, das ist jetzt, das stimmt. Ich meine, es geht ja immer eine Runde. Rennstrecke, eine Runde bei Startziel vorbei. Die Rebecca Bora-Bykowski, Zonko, mein Mann hat schwere Entzugserscheinungen. Gib uns doch bitte Tipps für ein vernünftiges Wintermotorrad. Frau Rebecca, das ist so schwer, weil ich weiß ja nicht bei euch oben dort, wie grauslich es ist, wie viel Schnee es gibt, wie viel Salz das es gibt, das weiß ich leider nicht. Und ich weiß nur, dass so ein Salz das Motorrad fürchterlich herrichtet. Also da muss da irgendein Leicht checken, dem das wurscht ist. Beziehungsweise es gibt ja so ganz harte Hunde, die spritzen das dann immer gleich ab. Also die fahren mit der Maschine volle Granate und bevor sie es in die Garage nicht stellen, spritzen sie es ab mit der Lanzenwäsche. Und die kommen offensichtlich ein bisschen davon mit dem Salz. Bei mir selber ist es so, na, die haben immer ausgeschaut, diese Motorrad, wir haben es echt erbarmt. Und jetzt könnte es halt irgendein Leich haben, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich selber, Rebecca, ich fahre ja im Winter eigentlich nur in der Stadt. Vielleicht fahre ich mal raus auf die Dopplerhütten, so 20, 30 Kilometer, einfach so spaßhalber. Und da reicht mir so ein Roller vollkommen. Wirklich. Ich habe einen Spritzschutz. Ich habe keine exorbitante Motorisierung, sodass ich mich fürchten muss, dass es mich ausbreitet. Es ist ein relativ günstiges Fahrzeug. Also ich, selbst wenn jetzt was passieren würde, ist nicht wahnsinnig viel vernichtet. Und ja. Und was aber schon stimmt, Rebecca, du hast trotzdem ein leibendes Gefühl. Also du hast ja trotzdem dieses Gefühl, ein motorisiertes Zweirad zu fahren, weil es ist ja ein motorisiertes Zweirad. Und das Einzige, was ich dann umstellen muss, also jetzt gerade wenn du so einen hast wie ich, das Schneeweißchen mit die kleinen Radeln, na, das ist natürlich so unfassbar wendig und hyperagil, dass du, wenn du dann wieder auf ein normales Motorrad umstellst mit diesen 17 Zoll Felgen, na, da kommt dir das dann ein bisschen träge vor. Und jetzt in den ersten Tagen kommt dir halt das andere ein bisschen hyperaktiv vor. Aber checkt euch irgendeinen leibenden Roller, da ist nicht viel hin. Und habt trotzdem ein Hitz und der Winter geht ja vorbei und dann freist im Frühjahr wieder ganz mächtig auf die Triumphs. Jawohl! Na schau, der Kite. Zunker, was sagst du zum Lorenzo auf der Werkshund? Ein Gruß vom Fichtdoktor. Der Kite ist auch Fichtdoktor. Fichtdoktoren stehen ganz, ganz hoch im Kurs. Sie ist eine ganz, ganz mächtige Ausbildung. Diese Ärger wie bei den Humanmediziner, was irgendwie klar ist, weil sie ja viel mehr Arten irgendwie studieren müssen. Und die Menschen sind ja doch alle relativ gleich. Und es gibt halt einfach einen dramatischen Unterschied zwischen einem Wellensittich und einer Kur zum Beispiel. Und insofern ist dieses Veterinärmedizinstudium ja echt ein Wahnsinn. Ja, und was wolltest du wissen? Der Lorenzo auf der Werkshunde. Also, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich finde es super, dass das... Finde ich es eigentlich super? Nein, ich finde es nicht super. Ich glaube, es wird spannend und es wird irgendwie interessant zu beobachten sein, wie das... Ich bock jetzt das Kaperl nicht mehr, es tut mir leid. Das ist ja ein Wahnsinn. Das schaust du ja wirklich aus. Das ist ja unfassbar. Na, so geht's nicht. Also wieder Pazoka Joe. Ich glaube, das Leibendste war der Pazoka Joe. Beim anderen, naja, Pazoka Joe ist schon ernst. Aber es ist egal. Du, das Repsol, ja. Ich weiß nicht einmal, ob es für Honda gut ist. Weil es kann schon, also ich glaube nicht, dass sich der Marquez irgendwie von diesem Lorenzo bedrängen lässt oder der Marquez wird sicher die Nummer 1 in dem Honda-Team sein und der wird den Lorenzo auch in die Schranken weisen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube halt, dass das von der Stimmung her eher schlecht ist. Und nachdem ich schlechte Stimmungen nicht mag, überhaupt nicht mag, taugt mir die Konstellation eigentlich nicht, wo man davon ausgehen muss, dass im Repsol-Team eine schlechte Stimmung geben wird. Ja. Mir ist das viel, also ich will schon, bei dieser Rennfahrer, ich will schon einen harten Konkurrenzkampf haben, aber ich will nicht, dass sie die hassen oder dass sie die irgendwie, weiß ich nicht, so bekriegen oder so, das taugt mir nicht. Ja. Werden wir sehen, wie das wird. Aber
Spannend wird es auf alle Fälle. Der Mike Bike, ich weiß nicht, ob er zuschaut, aber ich meine, vorsichtshalber, bitte haut einen blauen Ozean für eine für ein Bike Mike, weil es ist wirklich eine geniale Idee. Genial deswegen, weil sie wahnsinnig einfach ist und aber unglaublich praktisch. Das ist wirklich super. Mike Bike, großartig. So. Geschleicht die 40 Minuten und ich habe ja, was habe ich gemacht? Nichts. Die Andrea Weiler. Knallharter Kappenpirat. Ja, genau. Knallhart! Dabei nach hat eine gute Idee. Wintermotorrad Honda Chrome mit Enduro-Reifen. Ja. Andreas Danzl, der Ducatisti, Nils Zonko, Fauli Cookie, ein super leimendes Team, so locker und das Motorradherz auf der Zunge, großartig. Danke Andreas, große Freude. Der Peter Reich hat mir als Winterprojekt ein CB250 aus 1979 gekauft und dazu natürlich ein Heftel. Urleiwand. Bravo Peter. Entschuldigung, das ist ja Wahnsinn. Das ist, jetzt ortet es aus. Na, was jetzt ausortet, nachher erzähle ich euch das gleich vom Branntweiner. Das habe ich eingeschrieben im Titel, weil das war heute ein Wahnsinn. Ich habe heute, nachdem ich es nicht ganz so trabig gehabt habe, habe ich also einen Weg für die Fee erledigt und bin da auf der Gumpendorfer Straße und denke mir, na, jetzt wäre so ein Espresso irgendwie leimend, aber es hat das ein bisschen geregnet. Und jetzt habe ich gemacht, naja, so ein Espresso zum Gehen, also so Coffee to go, na, das will ich nicht, ich will mich einhocken. Aber wenn ich einen Kaffee trinke, dann will ich ein Pfeiferl rauchen. Und dann ist dort gewesen irgendein Hitten, ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat, aber früher war das halt ein Branntweiner, jetzt ist es ein Kaffeehaus. Und dort habe ich schon gesehen, so ein Schüttel, nicht Raucher und Nichtraucher, sondern nur Raucher. Und da habe ich gewusst, das wird irgendwie so ein 50 Quadratmeter hinten sein, wo der Rauch steht. Da habe ich gedacht, na, das ist ja jetzt gerade richtig. Da gehe ich da rein, bestelle mir so einen Espresso und rauche mein Pfeiferl. Und ich bin dort reingekommen. Und ich meine, selbst für einen Raucher wie für mich ist es so, dass du dachte, na gut, Sauerstoff gibt es dort nicht mehr viel. Und das war, glaube ich, um 1:30 sehr gut besucht. Lauter Herren und eine Dame, die halt ausgeschenkt hat. Eine nette Dame, wo sofort merkt, dass noch die hat die Herren im Griff und da wird auch keiner irgendwie übergriffig, weil die weiß schon, was sie tut. Und gerade wie ich bestell, hat einer gezahlt. Und der hat gezahlt 39,20. Und ich denke mir, Alter, wie kann man in der Hitze 39,20 zahlen? Das gibt's ja überhaupt nicht. Und da habe ich so umgeschaut und mir gedacht, na, gießen kann der nichts haben. In so einem Beisel ist nichts. Wie kommt der auf 39,20? Und dann habe ich gewusst, wie das gegangen ist. Da hat nämlich einer, ein anderer, der an der Bar gestanden ist, der war richtig drauf. Also der war in der Euphorie de Alk. Und da geschrien, eine Runde! Und die Kellnerin ist schon geschurlt und hat jeden wieder sowas hingestellt. Ich glaube, das hat früher geheißen Rüscherl oder Baucherl. Irgendwas an Weinbrand. Und dann sind halt diese, ich weiß nicht, wie viele waren da drinnen, die 10 Typen, na, die haben sich halt dieses Baucherl reingestellt, volle Granate und yeah! Und ich bin dort gesessen und habe halt mein Pfeiferl geraucht und habe den Espresso getrunken, haben sie sicher gedacht, na gut, was ist mit dem? Aber das ist ja so in dieser Gesellschaft, na, die haben ja eine Freude gehabt untereinander. Also das ist ja nicht so gewesen, dass das irgendwie feindselig war oder was. Ich war halt dort ein bisschen ein Außenseiter. Aber auf alle Fälle, in diese 10 Minuten, wo ich da drinnen war und meine Espresso getrunken habe, haben die Typen 5 Runden vor dem eingestellt.
Das war so ein irres Soziotop. Und ich muss aber sagen, weil es gibt in Wien oft genug dann so Leute, die trinken und werden dann so weinerlich. So, oh, es ist so arsch und das Leben ist so schlecht. Nein, das waren so eher so solche, wie man es am Land draußen kennt, die sich halt mörderisch umhocken, aber eine irrsinnige Hitze dabei haben. Und ich meine, da ist dann gesungen worden und der eine hat irgendwie in diese Jukebox irgendwas reingeworfen, solche Sachen wie ein Bett im Kornfeld. Also ganz wahnsinnig. Ja, und da bin ich dann rausgegangen, habe mich freundlich verabschiedet, es waren alle freundlich. Und wie ich dann draußen war, wieder im Regen, haben wir gedacht, na, die Luft ist draußen schon besser. Das war einfach göttlich. Es ist echt ein Wahnsinn, was es alles gibt. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Und das heißt halt nicht mehr Brandweiter, sondern Café Maria oder was auch nicht. So irgendwie. So, und jetzt habe ich aber noch einen Punkt, den ich nicht angesprochen habe. Schneeweißchen habe ich angesprochen, aber eh brav. Aber das ist der Preisvergleich. Und dieser Preisvergleich, jetzt sind wir zwar schon bei 45, der Manfred Suski, na, du treibst dich in Beißeln herum. Aber Manfred, das wollte ich da eh schon mal sagen, weil ich lese, was die im Facebook, ich habe wirklich so wahnsinnig viel, aber deins taucht relativ oft auf und das ist eigentlich ein Wahnsinn, was du für eine feine Klinge hast. Das ist, also, ich sage jetzt einmal, bei 9 von 10 deiner Posts kann ich echt lachen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich gut, Manfred. Das ist echt toll. Also, da danke ich dir sehr. Das ist eine echte Bereicherung. Ja, der Alex Cipulka, jawohl. Ein typischer Kaffeebauchstich. Typischer Kaffeebauchstich. Da sind schon am Vormittag fett, ja. Aber das ist echt ein Wahnsinn gewesen. Die waren drauf. Ja, die waren echt drauf. Aber nicht ungut. Überhaupt nicht ungut. Die haben halt ein bisschen einen anderen Lebensentwurf, glaube ich. Ja. Ja, genau, der Philipp Vöckli. Das hätte ich machen sollen. Einen knallharten Branntwein saufen. Haha. Knallhart. Ja. Ja, ein Hoch auf die Frischluft. So, Freunde. Und jetzt. Das ist ein Wahnsinn. Der Preisvergleich. Der Preisvergleich. Weil es gibt ja immer Leute, die sagen, diese Motorradl sind so wahnsinnig teuer. Und das stimmt natürlich. Neue Motorräder sind eh teuer. Nur, die sind nicht jetzt wahnsinnig teuer, sondern neue Motorräder waren immer teuer. Im Vergleich zu dem, was man halt verdient hat. Und da habe ich jetzt eben ein super Beispiel, weil in dieser Zeitschrift, also den Günter Rummeck, der schaut das nicht zu, jetzt hätte ich ihm sagen können, das ist eine Wiener Zeitschrift. Wer steht da? Wo ist das Impressum? Habitäre. Das Impressum muss ja immer so stehen, dass man es gleich findet. Ich kann jetzt nicht dort. Das tut mir jetzt leid, Günter. Achso, da. Eigentümer und Verleger Ibera Verlagsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Herausgeber Katzler, Chefredakteur und für den Inhalt verantwortlich Hans Stadlinger, alle Wien 1, Voltzeile 7 und die Telefonnummer, sage ich da auch noch, Günther, wirst wahrscheinlich niemanden mehr erreichen, aber ist ja wurscht, R22057, zweite Telefonnummer natürlich, R24127 erscheint jede Woche. So, bravo Günther. Ja, und jetzt lese ich euch diese Preislisten von 1956 vor, weil das ist auf Seite, das ist nämlich wirklich was Orges, finde ich. Und zwar, was interessiert jetzt da? Also Adler, EGS, RD, Ariel, das lasse ich jetzt aus, aber wir haben zum Beispiel BMW. Und BMW, eine R25-3, das ist ein 250er gewesen, 15.900 Schilling. Und wenn ich richtig informiert bin, kannst du es ziemlich genau umrechnen auf heute Euro. Also die kleinste BMW mit 250 Kubik hat 15.900 Schilling kostet, also heute 15.900 Euro. Und die R69, das ist der 600er Boxer gewesen, 30.000 Schilling. Muss ein Wahnsinn gewesen sein. Und
Im Vergleich dazu, also wer sich das angeschaut hat, die Zukunft des Motorrades auf meinem Kanal Zunkos Welt TV, der weiß ja, dass im Jahr 1955 85% aller in Österreich verkauften Motorradeln österreichische Erzeugnisse waren. Also 75% waren Buch, dann glaube ich 5% Lohner oder 6% Lohner und 4% KTM. Und der Rest, diese 15%, waren alle ausländischen Marken zusammen. Und das dürfte einerseits mit den Preisen zusammengehen kaum und andererseits mit diesen schwierigen Zollbestimmungen. Also das mit der Einfuhr ist nicht ganz so locker gewesen. Und jetzt nur im Vergleich, also Buch, wo es wahnsinnig viele verkauft haben, diese SGS zum Beispiel, die 250er, hat kostet 11.700 Schilling. Also das ist ungefähr so wie ein MT-09, sowas. 11.700 im Vergleich dazu die R69 von BMW, die 600, 30.000. Ja, und dann hat mich natürlich interessiert BSA, weil BSA, wenn du mit alten Leuten redest, na, das war was. BSA ist was gewesen. Und die waren natürlich auch, die haben schon ein bisschen was gekostet, aber jetzt auch nicht, ja, nicht so viel wie die BMW. Also diese Road Rocket mit einem 650er, Zweizylinder, das war sicher eine mörderische Rakete, 22.000 Schilling. Ja. Das ist so, wie wenn du heute kaufst einen Supersportler, einen Tausender. Na, da legst du einen 20er hin. Also insofern, das ist echt vergleichbar. Es ist halt 60 Jahre her und es ist eine komplett andere Währung. Aber der Betrag stimmt relativ gut. Und wenn man, auch, glaube ich, wenn man diese Einkommen vergleicht, dann ist einfach das, ein Motorradl ist immer wahnsinnig teuer gewesen. Also wahnsinnig teuer im Vergleich zu einem Auto nicht. Aber gemessen an dem, was die Leute verdienen, ist so ein neues Motorradl schon ein Wahnsinn. Ja, und dann Harley Davidson. Die Harley Davidson hat es gegeben, eine KH, weiß leider nicht, was das ist, ein 900 Kubik, das könnte schon diese erste Sportster gewesen sein, 32.000 und die 74er mit dem 1200er Motor 35.000. Also Harley Davidson, bist du deppert. Na und dann habe ich natürlich gelesen Horex, weil Horex, na, da bin ich ja voll drauf. Und die teuerste war die Imperator RS 350 Kubik, Zweizylinder, 24.800 Schilling. Also ein Wahnsinn. Und diese Regina 400, das dürfte so, wie soll ich das sagen? Na, das dürfte so dieses am ehesten massentaugliche Motorradl von Horex gewesen sein, mit einem 400er Einzylinder, 13.900 Euro. Ja. Günstig waren auch die Javas aus Tschechien, die 350er, Zweitaktwind, 12.980. Ja. Und dann hat es auch schon die KTM gegeben. KTM 125 Tourist, Zweitakt 125, 7.590 und die Grand Tourist, das ist dann die gewesen für die weite Reise, 7.990. Ja. Ja, und dann hat es natürlich schon gegeben Moto Guzzi. Und die Moto Guzzi, die Cardellino 65 Kubik, 5.300 und die echte, die Falcone Turismo, 500 Kubik, 21.000 Schilling. Ja. Und was auch noch ist, heutzutage ist also Royal Enfield relativ günstig. Damals war es ein Wahnsinn, weil das Super Meteor, Royal Enfield, Super Meteor, 700 Kubik, Zweizylinder, 21.200 Schilling. Also, wirklich ein Wahnsinn. Ja. Und diese Triumphs waren auch, die haben ja echtes Geld gekostet. Die billigste Triumph war die Speedwin mit einem 500er Zweizylinder mit 18.900 und die teuerste ist gewesen die Trophy TR6 mit einem 650er Twin 20.800. Ja. Und dann zum Beispiel das, der Zünderboxer 600, KS 601 Sport, 600 Kubik Boxer, 24.900 Schilling. Also, unpackbar. Ja, und dann gibt's natürlich, dann gibt's auch noch die ganzen Roller und die Mopeds sind überhaupt ein Wahnsinn. Da gibt's ja die Firma Delta Gnome.
Das ist ja unpackbar. Delta Gnome ist Wahnsinn. Da hat es nur eine Firma gegeben, die hat geheißen Glockner. Und bei Glockner hat es gegeben, also alles 50 Kubik, Luxus, Super und Sport. Na, und das ist ja auch immer Wahnsinn. Bei HMW hat es eins gegeben, also Sport, Luxus, Super Luxus. Und die Basisvariante hat geheißen Volksmoped. Das Volksmoped von HMW. Jawohl. Ja. Und diese Mopeds haben halt auch gekostet zwischen 4.000 und 3.000 Euro. Also, ja, nein, aber das lese ich noch ganz kurz vor, weil das packe ich nicht. Einige von euch werden eh wissen, was das war. Manche werden sich denken, oh, keine Ahnung, was das war. Aber die Rollermobile, der Messerschmitt Kabinenroller, 200 Kubik, Zweitakt, 18.500. Der Kleinschnittka F125, 125er Motor, Zweitakt, 17.900. Dann das Gokomobil. Das Gokomobil war ein Wahnsinn. Da habe ich aber eh so einen Testbericht. Vielleicht lese ich den vor. 300 Kubik, Zweitakt, Wind, 22.800. Und BMW Isetta. Das war ein Traum. Die 250er, 20.600. Und die 300er, 21.000. 700. Ja, also ich selber, ich komme in diese Hifteln eingraben, bock das nicht, wie leibend das ist, wie unglaublich das ist. Und wie gesagt, also die Leute, die sagen, diese Motorradeln, die sind so wahnsinnig teuer heutzutage. Na, die Motorradeln waren immer relativ teuer. Also du hast müssen, für einen normalen Hakler, du musst relativ lang hakeln und sparen, dass du so ein Motorradl leisten kannst. Ein neues. So, Freunde, wir haben 56 Minuten. Ich habe tatsächlich knallhart diesen knallharten Motorjournalismus. Ich habe alles, was ich mal vorgenommen habe, den Preisvergleich, den brandneuen und das Schneeweißchen, habe ich wirklich erledigt. Und ich habe mich heute fast gar nicht verzettelt. Nein, man darf eh nicht so sein. Aber was wichtig ist, das ist wirklich wichtig. Wie soll ich das sagen? Ja, das Knallharte, ja. Aber das Kreative, das ist mir immer lieber wie das Knallharte. Und das Staubtrockene ist man nie so nett wie irgendwas ein bisschen ausgezucktes, mehliges. Ja, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das mit dem Kaperl habe ich geklärt. Nächstes Mal nie mehr anders Kaperl. Das ist es nicht. Das hätte jetzt mal ein bisschen netter sagen können, gell? Karl und Jens. Aber ich meine, Luca Klein, das muss man schon sagen, Luca Klein hat dann noch die Runde eingefordert, also mal großartig gemacht, und ich habe gefunden, dass das die letzte Position, wo das Schild nach rechts geschaut hat, war eigentlich das Schlimmste. Ja, aber im Endeffekt, jetzt habe ich was vergessen. Freunde, jetzt habe ich echt was vergessen, es passt aber ganz super. Aufgefallen ist es kein, aber dort hängt jetzt ein Thermometer von Buch. Und Buch! Da war ich heute dort, weil der RBO-Stöckel in Dresdorf, die verkaufen relativ viele so Gustlauinger Bücher von mir. Das ist eine große Freude. Und ich habe mit dem Ingenieur Stöckel, ich habe schon ein paar Mal so eine Geschichte gemacht, allerdings im Printbereich, weil der hatte dort ganz wahnsinnig tolle Buchmotorradl. Und der, obwohl Buch jetzt natürlich keine lebende Firma mehr ist, in der Art, die stellen jetzt keine Fahrzeuge mehr her, wird der trotzdem auch den Brennraum sponsern 2019, und da habe ich eine mächtige Freude. Und dort, da kann ich euch Geschichten daherbringen da draußen, das ist ganz, ganz göttlich. Also das war wirklich super. Und jetzt haben wir mal den Buchthermometer, natürlich aus Metall, der hängt jetzt einmal da. Und wie gesagt, das hat mich echt gefreut,
ist ein großartiger Kontakt. Und ja, auch wenn es keine neuen Motorradl sein, das Buch im Brennraum hängt, das taugt mir irrsinnig. Jawohl. So, Freunde, bedanke mich ganz herzlich für die vielen blauen Daumen, für die Herzallen. Und ich meine, dem Kuckinger wird es jetzt sicher schon super gehen. Hat sicher irrsinnig schnell aufgebaut. Und ich wünsche euch das Allerbeste und ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche haben wir tatsächlich ein Problem, gell? Der Karl, Karl Grieshofer, ich kündige es jetzt an. Du bist heute dabei und ich kündige es jetzt an. Nächste Woche geht der Brennraum wahrscheinlich nicht am Mittwoch um 21.15 Uhr, weil wir am Mittwoch um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von 1000 PS die Weihnachtsshow haben. Und diese Weihnachtsshow, die ist sicher mörderisch. Und da bin ich natürlich vertreten. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, ob ich den Brennraum am Dienstag oder wahrscheinlich mal, na, machen wir es gleich aus, mache ich am Donnerstag. Also nächste Woche der Brennraum am Donnerstag um 21.15 Uhr und am Mittwoch um 19 Uhr das Weihnachtsspezial 1000 PS Live-Show auf dem YouTube-Kanal von 1000 PS. So, Freunde, bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba, grüß euch.